Das Klostertal ist vor allem im Winter ein absolutes Paradies. Eine malerische Landschaft trifft auf freundliche Menschen, eine ausgezeichnete Gastronomie und ein Skigebiet, das keine Wünsche offen lässt. Gleich neben der S16 Arlberg-Schnellstraße in Waldamalberg liegt der Sonnenkopf. Das Familienskigebiet ist somit gut erreichbar und bei der Fahrt mit der Gondel kommt man schon zum ersten Mal ins Staunen. Der Blick über das Tal ist ein wahrer Genuss. Eines, das sich der Sonnenkopf auf die Fahnen geschrieben hat, ist der Verzicht auf Kunstschnee. Das Gebiet kommt ausschließlich mit Naturschnee aus und das merkt man auch. Schon bei der ersten Fahrt, den ersten Schwüngen, wird klar, dass man egal ob als Anfänger oder Profi hier richtigen Spaß haben kann. Die Pisten halten, auch am Nachmittag, wenn es wärmer wird und somit steht einem tollen Skitag nichts im Wege. Ja, also Skigebiet Sonnenkopf ist jetzt gerade um die Zeit, jetzt im späteren Frühjahr. Ganz ein tolles Skigebiet. Wir haben topografisch ganz eine günstige Lage. Das heißt, wir sind eine Staulage, also wenn es schneit, ladet es immer ganz viel Schnee ab. Und so haben wir eben vom Anfang Winter immer noch ganz toll Schnee. Wir haben viele Nordhänge und das heißt, da ist die Sonneneinstrahlung einfach nicht so intensiv und daher gibt es bis ins späte Frühjahr einfach ganz tolle Schnee- und Pistenbedingungen. Speziell für Familien haben wir natürlich auch ganz preiswerte Familientageskarte. Wie gesagt, Familie ist uns ganz wichtig und da schauen wir auch, dass Familien einfach einen relativ günstigen Skitag haben. Wie gesagt, das ist uns ganz, ganz wichtig mit der sogenannten Familientageskarte. Gibt auch einen gratis Skibus von Bludenz zum Skigebiet und wieder retour. Der ist auch sehr beliebt und wird gut angenommen. Also man wird im Skigebiet Sonnenkopf in allen Belangen verwöhnt. Statt einem schönen Skitag nichts im Weg. Während des Tages muss man auch immer wieder einmal stehen bleiben, um den Blick in die Natur zu genießen. Dies funktioniert auch bestens bei einer schönen Winterwanderung. Man kann mit der Gondel hinauffahren und von der Bergstation über zahlreiche Wege den Aufstieg zu Fuß machen. Für alle Nicht-Skifahrer eine tolle Variante, um die Winterlandschaft trotzdem genießen zu können. Und für diejenigen, bei denen es etwas schneller gehen sollte, steht eine abwechslungsreiche Rodelpiste bereit. Zu einem schönen Skitag gehört dann natürlich auch das kulinarische Vergnügen. Mit den zahlreichen Gastronomiebetrieben im Familienskigebiet Sonnenkopf hat man alle Möglichkeiten, sich verwöhnen zu lassen. Also wir haben hier verschiedene Hütten. Es fängt an mit dem Uferbad mit der Bündhütte, das ist eine ganz urige Hütte. Klein, aber fein, mit der Vorarlberger Spezialitäten. Denn wenn man am Berg raufkommt, haben wir das B-Restaurant mit einem Kiosk und mit einer Schirmbar. Und dann haben wir noch weiter hier bei Mundjöchle, haben wir unser Bedienungsrestaurant. Und dort mit mediterraner Küche und wird bedient. Also sehr feine Geschichte und läuft da sehr gut. Mit einer großen Sonnenterrasse dabei, Liegestühle. Ja, also wunderschöner Platz natürlich auch und unser ganz tolles Panorama. Das Familienskigebiet Sonnenkopf bietet somit perfekte Voraussetzungen, um sich in der traumhaften Winterlandschaft zu bewegen, egal ob mit oder ohne Ski. Vor allem die Naturschneepisten beeindrucken und man kommt voll auf seine Kosten. Gastronomisch hat das Klostertal auch neben dem Sonnenkopf einiges zu bieten. Ein Hotspot in der Region ist hier der Tafelspitz in Wald am Arlberg. Nur gute 5 Gehminuten vom Familienskigebiet Sonnenkopf entfernt findet man den Gasthof Tafelspitz. Wie der Name bereits sagt, ist das Haus bekannt für gute österreichische Wirtshausküche. Die Gäste werden mit traditionellen Spezialitäten verwöhnt. Original Vorarlberger Kässpätzle, ein Schweinebraten oder das Vorarlberger Reindl. Es kommt für jeden Geschmack das Richtige auf den Teller. Neben der ausgezeichneten Küche fühlt man sich vor allem auch durch die gemütlichen Stuben im Tafelspitz wohl. Die Einheimischen finden hier genauso den Weg ins Haus. Dazu sitzen, kein Problem. Im familiären Ambiente ist man gut aufgehoben.
Wer es im Urlaub etwas ruhiger haben möchte, ist hier genau richtig. 5 schöne Zimmer stehen im Tafelspitz zur Verfügung. Somit bekommt man auch hier in einer angenehmen Atmosphäre alles, was man benötigt. Und wer einmal da war, der kommt wieder. Zahlreiche Stammgäste vertrauen seit Jahren auf die Qualitäten im Tafelspitz. Der Erholungsbereich mit Dampfbad und Sauna ist dann noch der ideale Ort, um den Akku wieder aufzuladen. Das Landhaus, ein luxuriöses Apartmenthaus zur Einzelvermietung, bietet zusätzlich alle Möglichkeiten, auch für Workshops oder Seminare ist das Haus bestens geeignet. Highlight im Winter sind dann auch noch zahlreiche Veranstaltungen, die für die Gäste eine besondere Abwechslung bieten. Rodelpartien, Fasstaubenrennen oder auch der Funken im Wald am Arlberg, um den Winter auszutreiben, sind ganz besondere Erlebnisse. Der Gasthof Tafelspitz lässt also keine Wünsche offen, man fühlt sich sofort als Teil der Familie und kann sich einfach nur zurücklehnen und genießen. Für diejenigen, die neben Erholung und Entspannung auf die Party nicht verzichten möchten, ist die Kilobar genau das Richtige. Party und Après-Ski in einer urigen Hütte mit allem, was man sich vorstellen kann. Die Kilobar an der Talstation Sonnenkopf begeistert seit Jahren ihre Besucher und hat sich auch über die Grenzen hinaus zu einem absoluten Nightlife-Hotspot entwickelt. Die Stimmung in der Kilobar ist immer ausgezeichnet. Party pur mit coolen Drinks und einer tollen Hüttenatmosphäre. Alles passt zusammen und man kann richtig abfeiern. Jeden Donnerstag wird dann noch mit Live-Musik eins draufgesetzt. Neben Après-Ski und Party ist aber auch der ruhigere Ton kein Problem. Im oberen Stock findet sich eine kleine, aber feine Stube, die nach Reservierung mit speziellen Gerichten und zu einem feinen Abend aufhorchen lässt. Eine Kässpätzle-Partie oder spezielle Fondue-Abende werden geboten. Hier wird auch mit den befreundeten Gasthäusern Tafelspitz und der Post in der Lars zusammengearbeitet. Zusätzlich zu allem weiß man in der Kilobar auch, was man bekommt. Egal ob beim Essen oder Trinken, es wird auf Qualität geachtet. Ein guter Wein, edle Brände und vieles mehr stehen auf der Karte. Die Kilobar an der Talstation Sonnenkopf ist also nicht umsonst der Treffpunkt in der Region. Partygänger, Après-Ski-Fans oder auch Genusstiger finden hier alles, was sie brauchen. Wie bereits erwähnt, spielt die Kulinarik im Klostertal eine große Rolle. Ein weiteres traditionsreiches Haus findet sich in der Lars. Schon Kaiser Franz Josef fand den Weg in den Gasthof Post in der Lars. Somit wird schnell klar, dass Tradition eine wichtige Rolle spielt, aber auch das Moderne soll nicht vergessen werden. Im Jahr 2010 wurde das Haus saniert und erweitert. Mittlerweile ist die Post in der Lars ein beliebter Treffpunkt im Klostertal. Wenn es ums Essen geht, bekommt man in der Post genau das, was man erwartet. Gut bürgerliche Küche, aber auch kreative Gaumenfreuden finden sich auf den Tellern. Und der Gast kann sich in der tollen Atmosphäre des Hauses zurücklehnen und sich verwöhnen lassen. Auf Wunsch wird auch der hauseigene Weinkeller geöffnet, um in kleinerem Kreis eine schöne Zeit zu verbringen. Dazu steht auch das Postamtsstüberl bereit. Für kleine Gruppen ist dies der ideale Ort für das besondere Genusserlebnis. Der Küchenchef überrascht seine Gäste mit speziellen Menüs und auch für die richtige Weinbegleitung ist gesorgt. Mit Live-Musik und vielen weiteren speziellen Angeboten wird den Gästen in der Post auch immer wieder etwas Neues geboten. Eine ganz besondere Attraktion in der Post ist sicher die Salzgrotte. Mit dem Neubau im Jahr 2010 wurde dieser einzigartige Wellness- und Gesundheitsbereich errichtet. 44 Tonnen Himalaya-Salz sorgen für eine hohe Salzkonzentration in der Luft. Dies hilft bei verschiedensten gesundheitlichen Beschwerden. Die Farben und Lichtspiele sorgen zusätzlich für ein wahres Erlebnis. Nebenan kann man sich dann auch noch im Salarium, einer salzverkleideten Wärmekabine, entspannen und wohlfühlen. Beim Thema Ruhe und Entspannung bieten auch die schönen Zimmer eine gemütliche Atmosphäre. Auch hier hat man versucht, Tradition und Moderne zu vereinen, mit Erfolg.
Für jeden Gast ist der Gasthof Post ein absolutes Erlebnis, egal ob nur auf ein besonderes Abendessen oder einen längeren Aufenthalt. Die Reise durch das Klostertal hat also wieder gezeigt, dass dieses Tal vieles zu bieten hat. Ein tolles Skigebiet und zahlreiche kulinarische Angebote mit allen Facetten. Dieses breite Angebot macht den Aufenthalt zu einem Genuss.